Also normalerweise darf man hier nicht mit Mikrofon auf diese Speakers Corner, das ist die Speakers Corner, die uns Halle einmal die Woche zur Verfügung stellt, ein Quadratmeter Meinungsfreiheit für eine Stunde an einem Tag in der Woche, montags zwischen 17 und 18 Uhr. Und möglicherweise kommt gleich jemand und sagt, hier ist es nicht erlaubt, mit Verstärker zu sprechen. Da ich aber damit gerechnet hatte, dass hier endlich in Halle mal mehr Leute kommen, deswegen habe ich mich um diesen Verstärker gekümmert. Ich habe mir anders als sonst zwei Zettel gemacht, was ich natürlich ein bisschen blöd finde, da ich gern freispreche, aber ich habe mir einen Haufen Punkte aufgeschrieben, die euch und uns alle interessieren sollten. Halle ist immer ein bisschen unausgeschlagen, was Revolution oder sowas betrifft. Im November, im Oktober. Nee, das ist einer der Techniker. Im Oktober 1989 waren 70.000 Menschen in Leipzig auf der Straße. Da waren das in Halle gerade mal 5.000. Also das heißt, wir sind immer ein bisschen später dran, wenn das hier losgeht. Ich bin auch kein professioneller Redner. Keiner von der um 6 beginnten Montagsdemo ist hier ein professioneller Redner. Keiner ist in der Partei oder als Parteifunktionär tätig. Das sind alles Menschen aus der bürgerlichen Mitte oder also als selbstständige Arbeitnehmer, Arbeiter, Angestellte und auch Menschen, die durch das soziale Netz gefallen sind und auf dem Rost gelandet sind sozusagen. Also natürlich auch Hartz-IV-Empfänger. Und ich gucke jetzt mal auf meinen Zettel. Also wir haben jetzt zeitlich ungefähr das Frühjahr 89. Im Frühjahr 89 beobachtete die Stasi in der DDR ca. 2500 Aktivisten in ca. 160 Ortsgruppen, von denen 60 Personen zum harten Kern gehörten. Im Herbst liefen die regelmäßigen Montagsdemonstrationen. Ich hatte schon erwähnt, in Leipzig waren am 9. Oktober, zwei Tage nach dem Republiksgeburtstag, waren dort 70.000 Menschen auf der Straße. Wöchentliche Steigerung, bis es dann am 4.11. in Berlin 500.000 auf der Straße sind. Insgesamt waren in der DDR dort dann nur 1 Million auf der Straße von 16 Millionen Einwohnern. Und am 9. November, wisst ihr ja, ist dann die Mauer gekippt, das System gekippt. Wir hatten natürlich damals enorme Vorteile, die wir heute nicht haben. Wir hatten nur 4 Fernsehsender, von denen 2 Fernsehsender permanent Werbung für diese Montagsdemonstration. Das war das Festfernsehen 1 und 2, ARD und ZDF, und DDR 1 und 2 hat gar keiner mehr gesehen oder wahrgenommen. Das heißt, diesen Vorteil haben wir heute nicht. Heute sind alle Medienanstalten zur Systemverteidigung angetreten. Und jeder Protestierer wird verniedlicht oder mit Hilfe der Nazi-Körner verunglimpft. Der Spiegel hat es gestern wieder wunderbar vorgemacht. Dort waren vorgestern in Berlin gegen TTIP auf der Straße über 250.000 Menschen. Aus allen Klassen der Gesellschaft, aus allen politischen Strömungen, 250.000 Menschen, die einheitlich gegen TTIP, was die Kanzlerin ja unbedingt durchbügeln will, gewählt hatten. Der Spiegel, ein transatlantisches Propaganda-Organ, hatte aus diesen 250.000 Menschen weniger 10.000 gemacht, welche angeblich von rechts und unterwandert und dominiert gewesen wäre. Das darf man schon mal Lügenpresse nennen. Klar, der Spiegel dient ja auch nicht unseren Fremdeninteressen, wie die ganzen Medienanstalten, wie zum Beispiel die ganzen GEZ-Medien, das heißt ja als Rundfunkbeitrag. Die verteidigen natürlich das System. Weil kippt dieses System, kippt der Rundfunkbeitrag. Wer will den für Staatsmedien dann noch bezahlen müssen? Auf Medien, auf Kirchen brauchen wir nicht zu hoffen. Die Kirchen, die damals 89 diese Wende maßgeblich mitgetragen haben, die haben sich aber nach der Wende, sind die im sozialen System hier, also in diesem System angekommen. Die haben jetzt bequeme soziale Hängematten. Und unsere Gegner sind personell eigentlich überschaubar. Das ist Polit- und Vereinspilz, Kirchen und Verwaltung. Sie kämpfen mit allen Mitteln um ihren Grunderhalt. Das sind personell nicht viele, aber die haben viel Macht, weil die in ihren Filzverstrickungen zwischen Parteifunktionäre, die sitzen in den Aufsichtsräten der Medienanstalten, und deswegen kommt auch aus den Medien immer nur das Gleiche, was wir hören. Und von staatlich dominierten oder großen Firmen werden teilweise schon Sprechverbote ausgesprochen, gerade zur aktuellen Flüchtlingsfrage. Wird der Hausordnung oder Arbeitnehmerbelehrung verboten, über die derzeitigen Zustände sich kritisch zu äußern und damit gedroht, weil es ja gegen das Firmeninteresse verstoßen würde, damit gedroht, dass die Leute ihre Arbeit verlieren. Das war im Dritten Reich wahrscheinlich nicht anders, als dort Blockwarte darauf geachtet hatten und dich der Gestapo gemeldet hatten, wenn du eine falsche Meinung vertreten hast. Das Volk
Das Wort, das Volk, wird heutzutage zum Schimpfwort erklärt, weil es ja schon fast einen nationalistischen Klang hatte. 89, ja, da war es noch in Ordnung. Wir sind das Volk berufen. Dabei meint es das ja gar nicht, dass wir das Volk wären. Es heißt nur, dass wir das Volk sind. Das heißt, dass wir die 99% sind. Diejenigen, um die sich die Regierung, diese Parlamentarier, worum die sich überhaupt nicht kümmern. Wir haben ja keine Demokratie, wir haben eine Parteiendiktatur. Die logische Konsequenz des ganzen Chaos wäre es zurzeit, unsere Regierung zu verhaften und wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung einzusperren. Wenn sie das nicht aus genau diesen Gründen unmöglich gemacht hätten, der 129 Strafgesetzbuch, der regelt das Bilden einer kriminellen Vereinigung. Wenn sie eine Vereinigung bildet, zum Ziel, kriminelle Straftaten zu bilden, also zu unternehmen, gemeinschaftlich oder für diese Vereinigung wird, der wird mit Gefängnis bestraft. Aber der Absatz 2, der regelt, dass Parteien, dass dieser Satz, der Absatz 1 nicht für Parteien, die nicht vom Grundgesetz, also vom Bundesverfassungsgericht für verboten erklärt sind, die können keine, also können vor dem Gericht nicht belangt werden für das Bilden der kriminellen Vereinigung. Wer von 20 Absatz 4 Grundgesetz hofft, wo auch das Widerstandsrecht geregelt ist, dass gegen jeden, der es unternimmt, diese demokratische Ordnung, die wir hier haben, der es unternimmt, diese demokratische Ordnung zu beseitigen, hat das Volk das Recht zum Widerstand. Aber im Satz 2 steht, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist, als andere Abhilfe verkaufen sie uns aber das Recht zur Wahl. Wählen dürfen wir alle 4 Jahre. Die Wahl haben wir zwischen Pest und Cholera. Wählen können wir Parlamentarier bzw. Kandidaten, die auf eine Liste gekommen sind, ihrer jeweiligen Partei, die sich erst durch eine konsequente Negativauslese auf diese Liste begeben haben. Das heißt, dort landet im Prinzip der charakterliche Abfall der Gesellschaft. Also wer nach unten treten kann, nach oben buckeln kann, der landet auf diesen Listen. Deswegen werden es Parlamentarier von diesem System nicht retten. Auch wenn sie sich Alternative nennen oder sie nennen sich Linke. Glaubt nicht an dieses System. Ich lese es oft auf meinen verschiedenen Facebook-Seiten, die ich betreibe. Ja, die werden was erleben zur nächsten Wahl. Die werden gar nichts erleben, weil keine Partei wird es schaffen, gesetzgebende Mehrheit zu erreichen. Und genau diese gesetzgebende Mehrheit brauchen wir aber, um das System zu ändern. Und während die aber, diese Parlamentarier, als Opposition in diesen Parlamenten landen, werden sie sich an das gute Essen dort gewöhnen. Sie werden diesen Beruf des Parlamentariers nicht abschaffen müssen. Das ist aber nötig. Wir müssen diese Parteidiktatur umwandeln in eine direkte Demokratie. Diese Parteifunktionäre, die brauchen wir ja überhaupt nicht mehr. Das braucht man vor 200 Jahren, das sage ich aus dieses Beispiel, als noch die Parlamentarier mit der Kutsche 3 Tage unterwegs nach Berlin, nach Würzburg oder sonst zu einem Reichskonvent fahren mussten und mit allen Vollmachten ausgestattet dort für Volk sprechen mussten. Das ist halt nicht mehr notwendig. Heute haben wir das Neuland, wie Frau Merkel das vor ein paar Jahren festgestellt hat. Heute könnten wir digital das Volk um seinen Willen befragen. Und das könnte auch transparent gemacht werden. Wer schützt denn uns vor Wahlfälschung, wie es die DDR-Zeiten ja nachweislich gab? Wer schützt das, dass das heute nicht auch passiert? In dem Einzelnen, diese Wahlbüros, die sind ja nicht lückenlos überwacht. Und wer sagt uns, dass die Stimmen ordentlich zusammengezählt werden, überhaupt deutschlandweit? Das kann von uns überhaupt keiner überprüfen. Was wir präsentiert kriegen, sind dann einzelne Zahlen, die einzeln überhaupt nicht überprüfbar sind. Ich muss mal hier nochmal reinschauen. Also wer hierher gehört, auf die Märkte, auf die zentralen Plätze der Republik, das ist der Mittelstand, der Arbeiter, der Angestellte und jene, welche durch das Sieb, durch das Netz des sozialen Wohlstandsstaates gefallen sind, welche jetzt Hartz IV beziehen, das sind die hier alle, die Millionen bilden müssen, die dieses System stürzen können. Wenn in der DDR 1 Million gereicht hatte, sage ich, sind hier für diese BRD nur 5 Millionen notwendig. Die natürlich nicht nur einmal auf der Straße sind, sondern regelmäßig steigert, dann können die nichts mehr machen. So viele Polizisten haben die nicht, so viel Armee haben die nicht und dann, und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass die dann gegen uns überhaupt vorgehen werden. Das werden die wahrscheinlich gar nicht. Die denken doch genauso wie wir, die sehen, dass hier was schief läuft. Wir sind das Volk. Hört sich nur komisch für Leute an, welche von diesem jetzigen System profitieren, weil sie beim Klang dieser Worte ihre Pfründe fürchten. Es hört sich leise wie ein Flüstern an, wenn es nur 10 Leute rufen. Aber irgendwer muss ja anfangen. Und wenn es die Person, eine Person alleine am Anfang ruft, oder es zunächst 10 sind, die belächelt werden,
oder 50 oder 100. Ihr sitzt ungefähr 100, die hier stehen. Es wird zum Orkan, wenn es Hunderttausende oder deutschlandweit Millionen rufen. Lasst uns uns üben, das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn nur 10 mitmachen. Aber es fühlt sich gut an, wenn diese 50 mitmachen. Wir sind das Volk! 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 Danke!